So. Hoffen wir mal weiter. Hat hier nicht noch irgendjemand was zu sagen in der Bude für mich? Anrufung. Ach ja, die Anrufung. Ja, nee, ich möchte keine Anrufung. Der hat mein guter Freund. Weil ich immer noch kein Zeug zum Anrufen habe. Was kann ich jetzt eigentlich machen? Ich kann in dieser lustigen Burg weiterspringen. Alter. Ich kann in dieser lustigen Burg weiterspringen, aber ansonsten... Sturmschleier kippen, Sturmschleier Haupttor. Genau, den Klippen waren wir gerade. Weil der komische Typ gesagt hat, ich soll mich... Was denn? Kann mir irgendwer sagen, wo dieser scheiß Eisbär ist? Der Eisbär. Oh, ich hab den Hintereingang für die Burg gefunden. Moment, ich muss mich hier reinschleichen. So. Bin ich mal gespannt. Die Wachen hier sind bestimmt wieder tausendmal stärker. Und er da hinten sieht jetzt... Oh, ist das ein Trittenbernd. Hey, ein ramponiertes Lederschild. Und wahrscheinlich gleich die ganze Armee. So, waren das echt alle? Nur drei Leute vom Trittenbernd? Bin ich fast so glimpflich weggekommen. Ja, die haben wirklich eine große Tröte und die tröten. Autsch. War ja so klar, dass es eine Falle ist. Achso, ich hätte auch da durchlaufen können. Wäre es nochmal eine Falle gewesen. So, wer seid ihr? Kann man mit euch reden? Ihr seht nicht so aus, als würdet ihr mit mir reden wollen. Die haben auch alles so ein komisches Holzding so um den Hals rum. Jetzt hat die richtig Bock, Lothric. Allüren. Haben wir eigentlich mit meine Illunon gefunden? Nein. Na, vielleicht werden wir nie eine finden. Das wäre schon mal viel wert, wenn ich irgendwas finden würde, um meine Tränke besser zu machen. Hier kann man sich bestimmt geil durchschleichen, weiß der Typ schon da hinten, dass ich da bin. Das sieht ja aus wie so ein Schleichlevel, wie so ein klassischer mit diesen Kisten. Der hat auf jeden Fall eine Tröte. Oder? Hat der nur so eine Fackel? Ne, er hat eine grasüberwucherte. Libade. Hallo, Steff. Aber hey, er ist bereits tot. Cool. Was haben wir hier schönes? Hakenkrallen. Oh, warte mal, haben die Deckscaling? Das wäre mal interessant. Wir haben in der Tat Deckscaling, aber auch nicht richtig geil. Abwehrbonus 20. Körperlich. Sind die echt besser als mein Feichhörn? Ne, sind nicht besser als mein Feichhörn. Achso, gleich, ich hab's in den Erdslot. Gut, die sind in jeder Hinsicht schlechter. Wahrscheinlich schneller, aber. Warum renne ich eigentlich nicht mit meinem Dolch rum? Das ist ja hier in dieser Nahkampfsituation, das ist der Dolch doch eigentlich auf jeden Fall die bessere Option. Naja, gut. Aber bis jetzt läuft das ja mit diesem Dienstboteneingang hier wie am Schnürchen. Ja, diese Falle habe ich kommen sehen. Aha. Die mit Bogen zu erschießen ist ja voll anstrengend. Und vor allen Dingen teuer. 67 Seelen droppt er und jeder Fall kostet. Das war noch mehr als 6 Pfeile. Oh, was ist eigentlich aus der einen Troller geworden? Oh, ein altes Schwert. Das ist bestimmt richtig sinnlos. Die meinte, ihr Vater sei vom... Ihr Vater sei... Santrininas Pfeile? Sag mal bitte, die sind unendlich. Wahrscheinlich... Warum habe ich davon eigentlich nur genau einen gefunden? Verweilen dafür? Was macht denn da verweilen? Dieser Pfeil ist angeblich von Geistern kleiner Tiere erfüllt. Stammt von dem Meisterjäger der Ahnenjünger. Verursacht Magieschaden. Pfeil in Form eines verweckten Wasserlilie. Löst bei seinen Opfer einen tiefen Schlaf aus. Die Priester von Santrina verbreiten mit diesem Pfeil ihre Lehren. Das süße Vergessen eines tiefen Schlummers kann allerdings auch zu einer Sucht werden. Sonst haben wir... Ach ja, hier kann ich mit dieser Trödenwärts da unten runterspringen. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Jetzt habe ich die Explosivfässer nicht kommen sehe, ihr Affen. Oh, spielen Schmetterlinge, ich kann. Hui. Warum? Genau, kann ich die ja nicht unterbrechen, die Küken hier. Na gut, das ist jetzt hier schon sehr wie. Wie Dark Souls 3 gleich am Anfang die Lothric-Burg. Man soll wahrscheinlich nicht so viel vergleichen. Bist du denn hier oben? Ich drei Schlag für die Jungs brauche, ist natürlich. Oder kann man hier auch nochmal? Kann ich durchschlagen? Nee, okay. Kann ich nicht. Irgendwer ist hier aufgewacht. Ja, wird schon hochkommen, wenn er was will. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, toll, ich bin gefangen. Bestimmt. Ah.
Ich würde eigentlich gerade ein Estus bringen. Hallo? Warum glänzt... Warum glänzt eigentlich seine Klinge? Man kann den Schild... Ah, da. Es ist ein bisschen unfair, dass er seinen Schildbash nicht parryen kann. Ich meine, der lehnt sich da ja trotzdem rein, oder? Hallo! Oh nein, nein, jetzt geht der Bullshit schon wieder los. Ach man, das ist so... Dass sie diesen behinderten Sturmwall-Dings auch so spammen können. Okay, das war mein Estus. Jetzt... Jetzt wird's hier schwierig. Alter, ist das Cancer. Oh, dieser Sturmwall-Zeug. Oh, ist das scheiße. Jetzt muss ich da vorhin wieder hinrennen, wo ich war. Oh. Ey, dieses Behinderte, ich mache um mich herum Sturm-Dings, dass das spammbar ist. Von Gegnern zumindest. Oh, ich hasse es. Na gut, dann nehmen wir doch mal über den Pfeilchen wieder mit. Der wäre, glaube ich, besser gewesen. Ja, ich habe leider ein bisschen spät gerafft, wie man diese Art von Gegner besiegt. So, und diesmal hauen wir den Trötenbären hier um, bevor er auf trötige Ideen kommt. Tschüss, Leiche. Oder ich sterbe einfach instant den Typen hier. Ah. Da hat mich ja gerade richtig geil das... Was kann er denn? Ja gut, das können wir, da können wir gleich nochmal neu anrennen. Das, müssen wir ja quasi eigentlich alle Estus aufbewahren, ne? Lustig, dass es jetzt, wo nicht alle gleichzeitig kamen, dass das leichter für, schwerer für mich war, als wo alle angerannt kamen wie die Irren. Ist doch so eine sehr unübersichtliche Stelle hier, ne? Hopp. Ja, okay, dann komm halt. Guck mal, er hat mehr Seelen. Jetzt habe ich jetzt schon 1041 Seelen. Okay. Ja, Spaß mit der Kriegshasse und Specialwaffen kannst du auch haben. Ja, aber ich habe halt nicht so viel Mana. Vor allem könnte ich ja nicht mehr parry. Also, dass ich den Typen auch nicht geparryt gekriegt habe, war natürlich... Alter. War natürlich auch gleich gerade der nächste Fail, ne? Weil ich glaube, gegen genau diesen Rittertyp habe ich eigentlich schon gekämpft, ne? So, jetzt hier werft euer Zeug hier, Jungs. Das war nicht alles. Nochmal. Kenners. Los. Wieder sowas finde ich bereit, um welchen Explosivfässern zu stehen. Was ist das da hinten eigentlich noch? Ey, hier sind noch mehr so lustige Türen, ne? Wurfdolche. Hm. Nicht, dass sie mir in irgendeiner Kapazität weiterhelfen hier in meiner Mission. Naja. Was ist denn noch so ein Typ? Ja, komm, wirf. Oder werf? Werf oder wirf? Okay. Natürlich war das ein Backsplash. Ja, aber wie gesagt, genau gegen den Gegner habe ich eigentlich schon mal gekämpft. Also es muss definitiv möglich sein. So, jetzt hole ich mir erstmal das Item, was da vorne lag. Ach nee, das war ja nicht so. Okay, versuchen wir es nochmal gegen diesen komischen Ritter hier. Diesmal mit... Wo kommst du denn her? Tse. Okay. Natürlich erwischt mich das. Alter! Hey! Warum hat er denn schon wieder so viel Gap Closer?
Wenn das kein Backstep war. Oh. Wenn ich diesen Typen hier mal gebackstept kriegen würde, wäre das auch wesentlich leichter. What? Es kann ja sowas von klicken. Und wie schaffe ich es nur mal in seine Angriffe rein anzugreifen, ohne selber die Initiative zu haben, ne? Jetzt haben wir ihn doch. So, jetzt sollte er hoffentlich sterben, wenn er wieder aufsteht. Junge, Junge, Junge. Okay, das war ja schon ihr Boot hier. So, pass auf, das ist hier gleich eine. Naja, wir sammeln erstmal das andere Item ein. Aber ich, anhand der Blutflecken würde ich behaupten, auch andere Leute. Rostiger Schlüssel. Ja, was mache ich jetzt wieder damit? Weil ich würde behaupten, auch andere Leute sind mit diesem lustigen Ritter gestorben. Ich weiß gar nicht, war das jetzt das. Na, pass auf, das ist wieder so ein Teleport-Ruhe. Ich sehe es kommen. Krummschwert-Talisman. Was macht denn der Schönes? Der Krummschwert-Talisman ist verbessert Abwehrkonter. Ah ja. Verbessert Auto-Ausdauerfringer, angegriffenen Blocker. Ach ja. Das sind auch wieder Kategorien. Also Resistenz. Das Ding ist Boni. Maximal AP, Ausdauer und Ausdauergewicht. Na gut. Ja, nicht nur Bossgegner können arschig sein. Ja gut, das ist. Ich glaube, das ist auch so ein Gegnertyp, dass wenn du das. Das ist eine Statue, ne? Ah ja. Ich dachte gerade, das ist wieder so eine Situation wie damals in Dark Souls 1, wo dann auf einmal dieser lustige Priester da rumsteht, der dich von all deinen Sünden erlassen kann. Goldene Rune plus 2, na immerhin. Achso, hier ist noch mehr Explosivzeug. Okay. Der hat bestimmt irgendein Typ raufgeworfen. Oh. Nur irgendwann mal, einmal, nicht so oft. Rostiger Schlüssel benutzt. Ah ja. Das kommt wahrscheinlich irgendwo oben auf dem Turm an. Das ist ja herrlich hier. Gehen wir ein bisschen schneller hier. Warum es denn überhaupt die Funktion gibt, langsam eine Leiter hochzuklettern? Ich meine, wofür? Wenn du es schneller in der Leiter hoch kannst. Hallo. Geht die noch weiter hoch? Oh, ist jetzt cool. Hier fangen hier. Haben wir immer Sprungrätsel oder was? Okay, sieht nicht so aus, als würde mit mir reden wollen. Dann rede ich auch nicht mit ihm. Oh, guck mal, er hat leuchtende Augen. Oh, wow. Alter, der Typ ist sich gerade ernsthaft selber in die Luft gesprengt. Ugh. Und wir rennen nochmal an. Das, wo ich gerade gedanklich angefangen habe zu überlegen, wo ich diese 3000 Runen umsetzen kann und was. Ich könnte mir noch einen Steinschlüssel kaufen, aber ich habe keine Tore mehr. Na komm, tröte doch. Los, tröte, du komischer Typ. Hallo, Rock. Achso, ne, Todzähl. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ist doch geil, dass er hier eigentlich vorrennt, ne? Und nicht auf seine Kumpels wartet. Weil wenn er nämlich auf die warten würde, hätte ich wesentlich schlechtere Chancen. Oh, die Dopp. Aber das ein bisschen sehen kommen jetzt schon zusammen bei dem Burschens hier. Ist nicht, ist keine totale Nullnummer mehr hier. Ach, das war ja der andere Trötenband, der irgendwie das hat. Das ist gerade ein Selbstmord-KI verpasst. Ja, total toll. Vor allem, das hätte ich auch sowas von ahnen können. Das ist der Typ, der da zwischen diesen Fässern steht. Sich ja doch selber wegsprengt. Aber nein, ich muss halt natürlich drauf ankommen lassen. So, hier, Kinas. Werfen. Das waren nicht alle. Na, komm. Zu weit. Aber das sagt mir übrigens, dass ich mich für diesen Fässern echt in Acht geben muss, weil die Feuerbomben selber. Oh, oh, oh. Machen echt moderat Schaden. Das ist voll okay eigentlich. Aber. Ach Quatsch, die Feuerbomben selber. So, die habe ich vorhin gebacksteppt. Das machen wir wieder. Ich meine trotzdem eigentlich, dass das Messer in solchen Situationen hier eigentlich besser ist. Weil es halt kompakter ist. Auch mal, er ist aufgerückt zu der Position von seinem Kumpel. Das bringt dir gar nichts. Weiter. So, den anderen Idioten können wir erstmal in Ruhe lassen. Gehen wir lieber die Leiter hier. Ich würde schon gerne mein Zeug wieder zurückhaben. Ah, das ist diese Anfangsphase, wenn das erste Mal, wenn du spielst, die echt noch Sorgen macht um jede Seele.
Oder Rune. Weil der hat echt nicht eigentlich. Weißt du, dass du immer schwächer wirst, wenn du jedes Mal, wenn du stirbst. Und dir eigentlich nicht erlauben kannst, hier irgendwie großartig Ressourcen zu verschwenden. Kann ich ihn irgendwie dazu bringen? Ich erschieße ihn wieder mit Pfeilen. Das ist zwar auch irgendwie teuer. Teuer, aber ist besser, als wenn ich jetzt hier wieder an diesen Deppen sterbe. Weil der zu dumm ist, sich selbst zu retten. Da oben liegt ja nochmal Zeug. Feuerfett. Cool. Wenn jetzt nicht hier langsam mal ein feuerempfindlicher Gegner kommt. Das sieht ganz schön weit aus. Ich war doch vorhin dieser Typ, der mich angeworfen hat. Ah, hier ist der Typ, der mich angeworfen hat. Oh, der sieht mich leider. Ja, okay. Er schildbasht erstmal. Menno! Alter. Gut, dann komm mal bitte rein hier, Bursche. Hallo Macmillan, grüß dich. So, wer ist er? Okay, er ist der Armbrustmann. Das, den Armbrustmann kriegen wir tot, hoffe ich doch zumindest. Vor allem, wenn er von mir wegrennt. Ich brauche dringend so einen komischen Upgrade-Stein für das Ding hier. Ey, ein Ziegelhammer. Braucht bestimmt 100 Stärke, die ich nicht habe. Diese Waffe gefertigt aus einem einfachen Steinziegel, gehört einem Arbeiter, der in Rebellion anführte und später zum Helden wurde. Selbst im Vergleich mit ähnlich großen Schlagwaffen ist dieses Exemplar extrem schwer. Braucht wahrlich Riesenkräfte, um es zu führen. Barbarengebrüll. Kann ich den Angriffsschlag zu stärken, okay. Naja, ich habe gehört, der Adel mag das nicht so, wenn Leute aufbegehren. Jetzt bin ich wieder. Von hier aus können wir euch direkt auf die Bockmorsch springen, wenn wir richtig mutig sind. Naja, achso, jetzt bin ich hier. Wie komme ich denn da jetzt runter? Ja, nicht wahr? Naja, gut, dann sind wir hier quasi immer rund, würde ich sagen. Können wir von hier aus... Könnten wir droppen, ohne allzu viel zu riskieren, würde ich behaupten. Ups. Ja, jetzt sind wir hier hinter... Irgendwie? Er möchte nicht gestaggert werden, oder? Frechheit. Genau, sind wir wieder hier. Wie habe ich den Typen eigentlich letztes Mal übersehen? Ist der taub? Ich bin noch an dem vorbeigelaufen. Gut, der hier anscheinend auch, aber... Wie zum Ritter müssen wir nicht nochmal. Da habe ich eigentlich jetzt wenig Interesse dran. Denn... Oh, der Ritter hat aber großes Interesse daran, mit mir zu reden. Ich will nicht. Ist der zu tief? Ey, Fallschaden und... Heldendring, ne? Hallo, Botting. Ich grüße dich. Zu dieser späten Stunde auf dem Sonntag noch alle Leute wieder auf reinkommen. Ich bin ja geehrt. Ne, ich hatte vorhin der Multiplayer Sonntag ist etwas kurz gefallen. Ich hatte mit Müller No War Thunder gespielt und dachte mir, das brauche ich dann auch nicht mehr zu streamen. Das guckt eh keiner. Aber nach irgendwie so anderthalb Stunden nur War Thunder hatte ich dann auch nicht mehr so richtig Lust. Und Müller war auch nicht mehr so 100% begeistert. Ich dachte, ich könnte noch eine Runde Elden Ring spielen. So, kommen wir da irgendwie hoch? Achso, da muss ich von außen ran. Und von außen kommen wir aber nicht. Ich muss hier rennen, wa? So, aber da. Ah ja, genau, da müssten wir da irgendwo von der Burgmauer droppen und dann da. Und oh, das ist irgendwie. Das ist zu tief, ne? Okay, dann kommen wir da nicht lang. Jo, denn. Blub. Hier lang. Und hier lang. Schön. Wir kommen voran, oder? Einmal nicht die Ecke gecheckt, ne? Gleich bereut. So, der Typ steht da verdächtig alleine, ne? Wenn ich ihn backstabbe, kann mich natürlich kein anderer angreifen. Silberner Federtierfuß. Das ist neu. Bis jetzt kenne ich nur goldene Federtierfüße. Was macht der wieder? Erhöht kürzt die Objektentdeckung. Ach, kick an. Die Objektentdeckung. So, so. Aber, also meinen die mit Objektentdeckung einfach nur die Drop-Rate? Also ist das wieder so eine sehr peinliche Übersetzung?
Weil so hört sich das hier gerade an. Was ist das denn hier Schönes? Bleib ruhig. Ja, okay, danke, liebes Spiel. Ich bleib ruhig. Ich bin ruhig! Vielleicht kommt hier gleich wieder irgendeine Aufregestelle. So Anno-Londo-Bogenschützenartiges Zeug oder so. Ich meine, diese hohen Kanten hier sehen. Pilz? Weil das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, hier ist ein größeres Loch in der Wand. Bis jetzt noch keine Ballisten, die auf mich schießen. Wenn wir jetzt noch rausfinden, was diese... Mir ist übrigens aufgefallen, dass das Vieh ganz am Anfang, was mich getötet hat, was wir hinterher auch dieser Katakombe gefunden haben, mit diesen vielen Armen. Olle, wie hieß der, Amerika oder wie auch immer, hat doch gemeint, ihre ganzen Freunde und Ritter wurden doch irgendwie, wurden noch den Arm und Beine ausgerissen und die was anderes draufgepopft. Ich meine, ich würde mal behaupten, damit ist das die meint, oder? Die zu diesen mehrarmigen Viechern geworden sind. Denn... Das ist, was mit dem passiert ist. Oh. Warte mal, das ist ein Kampf, den würde ich gerne damit beginnen, dass ich diesen Typen backstabbe. Weil ich glaube, das könnte das erheblich verkürzen, weil sonst wird das hier bestimmt anstrengend. Der hat zumindest kein Schild. Kommt der hier raus? Nee. Er ist ein richtiger Boss. Alter, will er mich verarschen? Ich konnte gerade nichts machen. Nicht einmal. In dem Moment, wo er mich gestaggert hat. Ich konnte nicht mehr wegrunnen und so. Ich lag einfach nur dumm rum, konnte ich's tun. Das ist doch scheiße. Oh Mann, jetzt muss ich da wieder hochlaufen. Oh Mann. Oh, das ist jetzt echt anstrengend. Was soll denn das? Ich könnte gerade die ganze Zeit nichts tun dagegen. Das ist doch... Vor allen Dingen, eigentlich hat er ja diese komische Sprunganimation. Macht das ja ein... Prädestiniert ihn ja eigentlich dazu. Prädestiniert ihn ja eigentlich dazu. Bolzen der getreuen. Achso, das ist ein Armbrustschützen, ja. Schmiedestein, nice. Könnte ich mir vielleicht noch mal abgeben. Ach, Menno, das war einfach nur doof. Das war doof. Menno, muss ich hier wieder durchschlagen. Wo muss ich gar nicht so weit? Die Tür ist ja gleich hinter den Dingsbums hier, Typen. Prinzipiell waren ja viele der Wege, die ich hier laufen bin. Waren nicht alle Fässer übrigens. Komm, Jungs, ich ignoriere ich jetzt einfach. Die werden mir schon nicht ewig hinterher folgen. Hoffe ich zumindest. Tschüss. Ach, Menno, weißt du, das Backstabs ihn da zweimal und dann mit dem letzten HP kombot er mich einmal komplett weg. Ach, das ist wirklich... Ach, Mann, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich sehr. Ach ja, du schon wieder. Weißt du, dass du nervst? Ist ein Typ, ne? So, du kommst hier bestimmt zu gar nichts. Guck mal, hier oben war noch so ein Loch. Na ja, gut. Leichtblinder? Altes Schwert. Das kann ich alles für den Huni verkaufen, ne? Das wären wir halt noch wieder los. Harry, das war jetzt zum Glück nicht so der Riesenweg. Jetzt sind wir ja wieder hier, wo wir hier sind, ne? Da sind sie ja, die Nerven. Ja, ja, bleib ruhig. Oh, Tier? Tier klaut Dinge. Gut. Versuch 2 mit ihr, Bursche hier. Wir wissen ja mittlerweile, wo lang patrouilliert. Mein Zeug liegt übrigens da. Ich glaube, ich trinke erstmal noch mal einen Sicherheitsestus. Man weiß ja nie. Ja, der Typ ist wesentlich... Full life! Ich hab extra von... Ich werde nicht volles nehmen, aber ich hab ziemlich nah dran. Und ich hab extra nochmal... Was? Ach, Menno. Ich könnte mir einfach an den Typen komplett vorbeischleichen. Ich hab halt immer ein bisschen Angst, dass ich hier am Anfang gleich auf diesen Klippen hier, an diesen Idioten sterbe hier. Am Trötenwert seinen Kumpels. Oh, das... Was ist denn das für Penner?
die droppen aber Schmetterlinge. Gut, die werfen noch mit Feuerbomben. Oh, ist eigentlich ganz cool, dass die Schmetterlinge droppen. Naja, gut. Rennen wir zum dritten Mal die Treppe hier hoch. Also hintereinander. Wir sind nicht aufgelaufen. Ah, das Fallchen. Vielleicht sollte ich doch mal über eine andere Waffe nachdenken. Dieser Attacken-Ding. Alter, ernsthaft. Statt die Fässer kaputt zu werfen? Danke. Stimmt, ich hätte einfach vorrollen können, ne? Die Fässer. Ist ja genau das gleiche wie die Daxus-Fässer. Die Dinger explodieren ja nicht, wenn sie. Ach, Mann. Ich sollte vielleicht was anders machen. So, diesmal weiß ich aber, dass er hier kommt. Gleich viel besser. Vor allem zweimal gebacksteppt diesen komischen Trötenbären-Ritter da und dann ist es. Ach, Menno. So unnötig auch, ne? Dass er auch damit 3 HP überlebt. Hat er eigentlich schon ganz schön. Offensichtlich. Aber der Kampf wäre auf jeden Fall noch schön. Ich habe auch gerade Angst gehabt, gleich am Anfang wieder runterzufallen. Wir merken uns, sobald wir den Backstep haben, erstmal einen Abstand, einen Meter Abstand nehmen. Das muss ich immer sehen, einsammeln. Oder einfach von ihm wegrennen? Ich. Ich hab doch mein Schild gehoben. Ich hasse ihn. Warum lässt er sich denn so viel Zeit mit seinem Schlag? Ich mag ihn wirklich nicht. Ach Menno, das ist so ein Quatsch, dieser Speertyp. Vor allem ist unten nur 15. Idiot, der hier wohnt, ne? Das ist ja nicht mal irgendwie ein besonderer Gegner. Gut, der andere große Ritter. In Daxus 3 waren die Lossekritter am Anfang ja auch mal ein Problem. Ja, komm jetzt ran hier. Tröd! Warum ist denn der jetzt früher da? Jetzt. Rüstung der Banden. Bursche können bitte nicht. Okay, egal. Kriegt man das Loot gar nicht mehr von dem, weil der eine hatte gerade. Wer ist denn jetzt runtergefallen? Ich habe nichts gekriegt. Weil die gute Neid ist, die droppen jedes Mal Zeug. So, wir probieren jetzt mal das. Auch den Fall, dass ich hier. Okay, es geht. Ist er blind? Hm. Naja. Wollen wir uns doch nicht ärgern. Also durchrollern geht auch. Zum vierten Mal diesen scheiß Sperrritter. Soll ich jetzt nicht hier runterfallen? Bitte was? Er hat mir trotzdem Schaden gemacht. Das war ein schöner Kreisel. So. Und nochmal die gleiche Taktik, die nicht so gut funktioniert. Weil es mir nichts Besseres einfällt. Er ist doch leider auch mal genau an der falschen Seite, wenn ich hier hochkomme. Er könnte ja ruhig mal ein bisschen anders stehen, dass ich nicht so lange warten muss. Mein Zeug liegt doch immer in der gleichen dummen Ecke. Nee, mein Zeug ja nicht. Doch, es liegt hier direkt um die Ecke rum. Hat aber auch recht heftige Reichweite, der Typ. Gut. Er droppt nicht mal was. Schön.